The secret side of me, I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay. So, ne, damit geht es gleich weiter. Im letzten Part habe ich ja vergessen, die Uhr einzustellen, und diesmal habe ich es. Diesmal passiert mir das nicht nochmal. Aber dafür habt ihr im letzten Part einen schönen langen. Und ich habe jetzt wieder einen schönen langen Weg. Na, schön. Eine Scheiße. Ups. Dahin. Dann drehen wir hier ein bisschen. So, verstecken uns, damit die Ratten uns nicht sehen. Dann nehme ich die Betäubungspfeile für die. Ah, eigentlich könnte ich Betäubungspfeile nehmen. Weil brauchen wir eh jetzt nicht. So, da waren wir. Da brauchen wir auch nicht hin. Ah ja, da oben hatte. Kommt ja die Info halt, dass da ein Wasserhahn ist, hier irgendwo in der Nähe, den man dreimal drehen muss, um eine Wand zu öffnen. Du bringst mich immer zum Lachen. Das ist hoffentlich kein Scherz. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass ihr jetzt. Fress mein Stahl! Hä? Aus der Schusslinie! Nein! Jetzt bist du Fischfutter. Ich mach gleich eine Agro-Run. Ja, ich kann das irgendwie nicht richtig aussprechen. Keine Ahnung warum. Agro-Run. Agro-Run. Ups. So. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, erstes Ziel geschafft. Genau. Nehmen wir uns gleich mal die Pistole. Das versuche ich ja mal auf leise ihn zu töten, aber diesmal. Diesmal nehmen wir die brutale Art. Tja, die brutale Art funktioniert einwandfrei, ne? Oh. Ich weiß nicht, wer Sie sind oder warum Sie das getan haben, aber hören Sie mich an. In der Nähe steht ein halb zerfallenes Gebäude. Im ehemaligen zweiten Stock befindet sich ein Gemälde. Ich habe früher dort gearbeitet. Hinter dem Gemälde ist ein Tresor. Die Kombination ist 294. Langsam kenne ich die Stelle schon in- und auswendig. Nur die feinen Details fehlen noch. Ja, die feinen Details. Nur ist die Frage, was ist, wenn wir laut sind? Ob er denn abhaut? Oder ob er sich denn doch nicht versteckt? Das interessiert mich. Soll ich mal Krach machen? Dass er das auch selbst in Polen noch hört. Ich will nicht wissen, was da ist. Sofort! Verdammt. Verdammt. Scheiß. Das nutzen wir jetzt mal aus, weil die immer so fies zu uns sind. Attention, hört die nieder!
Nimm das. Na los. Hast du nicht mehr drauf, du kleiner Fisch? Komm her, damit ich dich töten kann. Okay. Hast du nicht mehr drauf? Hier, ich bin schon wieder. Hast du nicht mehr drauf? Na los, greif an. Du hast jemanden zur Witwe gemacht. Das ist peinlich. Alter. Ich sollte aufhören, mit ihm zu spielen. Ich frage mich, warum das Wasser immer weggeht. Dreht das einen ab oder was? Hey, nee, ich drehe doch nur auf. Und in dieselbe Richtung dreht er nochmal. Und da ist doch auch eigentlich offen. Oder nicht? Oder ehe ich mich? Ey, ich hab geworfen. Es gibt hellblaue Mäuse. Wusste ich auch noch nicht. Sieht aber auch krass aus. Habe ich das schon gesagt? Dass es krass aussieht? So, jetzt machen wir die Stelle nochmal. Du bringst mich immer zum Lachen. Hierher! Irgendwo! Na los, stopp schon! Halte dich! Tja. Wenn man es nicht kann, sollte man es lassen. Na, wir sind nett. So. Ich weiß nicht, wer Sie sind oder warum Sie das getan haben, aber hören Sie mich an. In der Nähe steht ein halb zerfallenes Gebäude. Ich weiß. Im ehemaligen zweiten Stock befindet sich ein Gemälde. Aha. Ich habe früher dort gearbeitet. Hinter dem Gemälde ist ein Tresor. Die Kombination ist 294. Du kannst die Zahlen merken? Ach, wisst ihr was? Mir reicht's. Ihr seid schuld. Immer wenn ich euch befreie, sterb ich. Verdammt! Oh nein! Kann mir denn niemand helfen? Na, ist eine Frau. Die lassen wir. Frauen haben auch Gefühle. Falls ihr das noch nicht wusstet. Ja, das ist die Wand, wo ich eben gefehlt habe. Ja, ich bin ein bisschen still, weil ich will mich nicht wieder töten lassen. So. Hallo? Wo seid denn ihr? Hallo? Hallo? Hey, wollte ich mitnehmen. Ach. Jo, wie kommen wir an die Kette, ne? Jo, wie kommen wir ran? Müssen wir durch das Gebäude da? Nur wie kommen wir dahin? Ist die Frage. Ich glaube, ich habe sogar mal vergessen. Ich bin ihm mal gestorben, habe dann vergessen, ihn wieder auszuschalten und dachte, wäre aus und dann bin ich durchgelaufen. Schöne Scheiße, ne? Na, wieso läuft er denn nicht? So. Also müssen wir hier erstmal rauf. Genau.
Wir haben ja so eine Fähigkeit, die Lust. Ist hier irgendwas? Nee. Genau. Genau, genau. Perfekt. Boah, ich sterbe hier. Oder runterfallen. Runterfallen wäre sogar noch schlimmer. Hä? Achso. Ey! Jetzt greifen mich die Fische auch noch an. Die haben mich zum Anbeißen nie gern. Ah ja, und da ist Samuel. Samuel. Da, bei dem wir das abliefern sollen. Eine erfolgreiche Nacht, Corvo. Ich bin hier, wenn Ihre Mission erfüllt ist. Also, hab gedacht, er denkt jetzt, wir haben es schon geschafft. Gut, dann halt nicht. Ah, eigentlich die Folie will ich jetzt abholen. Oh. Ups und ups und ups. Aha, hey. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was die einzelnen Wörter bedeuten könnten? Man sagt ja immer häufig Wörter, die man eigentlich gar nicht weiß. Also versteht, nicht weiß, warum sie so heißen. Sagt man ja meistens. So, diesmal gehen wir, glaube ich, ein Stückchen höher. Wäre, glaube ich, am besten. Genau. Dann müssen wir noch ein Stückchen hoch. Dann gehen wir noch ein Stückchen. Damit es garantiert klappt. Und da seht ihr schon wieder einen. So, nicht, dass er uns in die Quere kommt. Na gut. Brauchen wir die Kette nicht. Das ist sehr gut. So. Normalerweise müsste man jetzt unten lang gehen. Tun die meisten wissen. Aber ich bin das erste Mal hier oben gelandet. Wollte halt, ja, im Splinter Cell-Stil ein bisschen von oben nach unten auseinandernehmen. Meine Hoffnung ruht auf Formel 25, die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum... Was? Wie sind Sie an den Wachen vorbeigekommen? Ihre Tätowierung ist sehr ungewöhnlich. Sie erinnert mich an die Höhlenmalereien außerhalb der Stadt, die ich einst studierte. Hm. Wer hat Sie geschickt, Piero? Der Eifersüchtige. Kein Grund, sein Schoßhündchen zu sein. Sie und ich können uns einigen. Ich kann mehr als das bieten, was Piero Ihnen versprochen hat. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Geld? Elixier gegen die Seuche? Ich weiß nicht, wie Sie all die Wachen überwunden haben, aber ich nehme an, wollten Sie meinen Tod? Dann würden wir uns jetzt nicht unterhalten. Ich kann Ihnen alles geben, was in meiner Macht steht. Verdammt! Hilf mir doch jemand! Nein, nein, nein! Wachen! Irgendwer! Hilf mir! Ah, scheiße. Hilf mir doch jemand! Nein, nein, nein! Nein. Oh. Deswegen gehe ich nicht gerne durch das Haus, aber... Hä? Wieso läuft er denn weg? Ich leck's dir schon wieder! Nein! 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 Verrotte im Bösen nichts, du Schwein! Der Mann, den du getötet hast, war einer meiner Freunde! Es macht keinen Spaß. Ach, ey. Vielleicht höre ich mit diesem Projekt auf und fange ein anderes an. Ach, ey. Macht doch keinen Spaß. Immer sterben hier. Ach, ey. Verdammt. naja. Oh, was sagt... Ich höre auf mit dem Spiel. Macht doch keinen Spaß, wenn man stirbt. Außerdem habt ihr einen Einblick in das Spiel gekriegt. Es ist ein Arsch. Da ist Dark Souls noch lieb gegen. Und alle meckern über Dark Souls, aber ist Dark Souls doch nett.
und freundlich und doch nur spielen. Ach, naja. Ach, schöne Scheiße. Eigentlich wollte ich das zu Ende bringen. Ach. Scheiße. Na gut. Ich hole mit dem Spiel auf. Oder vielleicht mache eine Pause oder so. Werden wir mal schauen, aber erstmal wird ja nichts mehr von Dishornet kommen. Es macht keinen Spaß. Okay. Und die Zeit ist auch schon vorbei. Passend, passend. Gut. Hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und vielleicht zocke ich es weiter, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall hoffe, ihr hattet viel Spaß und ja. Bis zum nächsten Mal. Bei meinem nächsten Projekt oder so. Bis dann.